Und damit auf ein neues zu einem weiteren Let's Test. Und zwar Another Code Recollection. Ein eigentliches 3DS-Spiel. Wir spielen die Demo. Was? Das, so eine, das ist ein DS-Spiel, was willst du? Oder DS, ist auch egal. Und wie? Weil das sind ja zwei Teile. Ja. Ja. Wir machen erstmal einen Let's Test-Part, wo wir die Demo spielen. Das sind so 1 bis 1,5 Stunden anscheinend. Ihr könnt euch, uns, nicht euch, uns sagen, ob ihr das Spiel mögt, gefällt, ob ihr das gerne mehr sehen wollt. Dann werden wir es vielleicht auch später weiterführen, wenn es uns natürlich auch zusagt. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal into the Demo rein. Einmal neu starten, bitte. Neustart. Alle sind unterwegs. Nach Vertania City. Blood Edward Insel 1948. Oha. Ist das Emio? Thomas, warum? Vater. Ja, wenn die Englisch sprechen, würde ich das jetzt nicht vorlesen. Okay. Ihr könnt Englisch oder ihr könnt Untertitel lesen. Dann machen wir das so. Vor Ort von Seattle 1994. Nehmen wir, haben die aber auch Englisch geredet. Nein. Mami? Doppelte Erinnerung. Ist natürlich noch sehr verwirrend gerade alles. Ja gut, das sind die ersten Runden. Blood Edward Island 2005. Ewig her. Aber zwei. Follow this path, I can get to the mansion. Damals war ich 2 Jahre alt. Ich war 5. Was? Was ist denn da für ein übermenschliches Wesen? Ich hoffe, wenn der Text ist, macht die nur nur so Geräusche und spricht das nicht aus. No going back now. What should I do? Ist natürlich doof. Erstmal zurückgehen. Navigationshilfe. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint ein Pfeil, der Ashley den Weg zum nächsten Ziel weist. Aber wir wissen, wie sie heißt. Du kannst die Navigationshilfe jederzeit drücken, von dem Stick ein- oder ausschalten. Ich finde das schon gut, wenn wir es anhaben. Wir können es ja notfalls ausmachen, wenn es uns stört, oder? Diese Funktion gibt dir Tipps zu Puzzles. Wenn ein Fragezeichen angezeigt wird, kannst du Minus drücken, um einen Tipp zu halten. Das kann man auch anmachen, wenn man es braucht. Das andere kann man ausmachen, wenn man es nicht braucht. Also mach's aus. Okay, wir sehen den Tipp ja nur, wenn wir Minus drücken. Und wenn wir es nicht brauchen, drücken wir einfach nicht Minus. Ganz so einfach. Und das kann ich einfach, wenn ich hier einen Stick reindrücke. Ey, also, drück mal her. Ausmachen. Oh. Ist ja schon ein bisschen wie bei... Bitte was? Ich kann es auch nochmal vorlesen lassen. No going back. Ist ja schon cool. Ich frage mich, wie das beim DS-Teil war. Ich werde mir den ja auch anschaffen. Ja, ich höchstens einen Switch-Teil. Weil ja, die DS-Sammlung muss wachsen. Oh, da stand was. Herabgefallene Felsen. Ja, sie sagt nichts. Sehr gut. Die Felsen haben auch hier alles blockiert. Oh, Schild. Hintereingang des Anwesens. Alter, guck mal, Chibi-Style. Sehr cool. Ich hatte recht, hier geht's zur Villa. Nicht mehr. Also ein Feenwesen kann was kaputt machen. Apropos die Chibi. Also, ihr könnt gerne wirklich mal in den Zweibons angucken. Ich hab Wasser in der Nähe. Ich frag mich, wo dieser Fluss herkommt. Vielleicht von dort?
Weil hätte mich beim DS-Spiel auch gewundert, wenn es eine ganze Sprachausgabe hat. Was ist das? Ja, wer sagt denn, dass sie das nicht ändern in einem Remake? Weiß schon, wie man läuft. Da ist ein Vögli. Twitter? Nee, X. Ah. This is the way to the mansion. Ach, sie sagt doch. Ja, war ich mir jetzt nicht sicher. Nee, sie hat es jetzt vorgelesen. Jetzt sage ich nicht mehr. Da ist der Weg zur Villa. In Sequenzen würde ich es nicht machen, aber sowas finde ich eigentlich schon. Das ist nicht eine Sequenz. Ja, so Sequenzen wie vorhin würde ich es nicht machen. Hier kommen wir nicht einfach rüber oder kann ich mit einem anderen Knopf noch... Ich stand da irgendwas, ja. Rote Brücke. Ich muss über die Brücke, um den Weg weiterlaufen zu können. Aber wie kann ich da rüber? Du kannst Items mitnehmen. Halte die Augen nach allem offen, was dir von Nutzen sein könnte. Ist irgendwo ein Seil? Da. Holz. Langes Brett. Ein langes Brett. Vielleicht kann ich dieses Brett verwenden. Sehr gut. Aber angesteckt. Wenn, darf ich vorlesen? Das. Die heißt. Ich wollte eigentlich das vorlesen, was da stand, wie die Items benutzt. Ein mysteriöses Gerät, das ich per Post bekommen habe. Mit all den Knöpfen und Tasten sieht es wie eine Spielkonsole. Sah das früher aus wie ein DS? Habe ich mich vorhin in einem Dingesibumsi auch schon gefragt. Ja, du kannst nicht das da hinlegen. Ein langes Holzbrett, das stabil ist. Okay, damit kann ich. Ja, wie legt man das jetzt hin? Passt. Da würdest du doch selber nicht drüber laufen. Würde ich auch nicht. Ja, wir können rüber. Und runtergefallen tot. Vorbei. Ja, darf ich sie da mitnehmen? Ja, nee. Das ist einfach hingelegt. Das ist jetzt leider so ein blaues Metall hin. Only. Was ist das? Nur Angehörigen der Edward-Familie ist der Zutritt hier gestattet. Ach, das ist ein Grabstein. Da war doch dieses Fifi. Level 1, Treffen mit D. Alter, Monkey D. Ruffy? Weiß ich nicht. Heißt doppelte Erinnerung aber der erste Teil? Weiß es nicht. Einige Stunden zuvor. Vor der Küste Seattles, 24. Februar 2005. Alakuse. Da war ich nicht mal zwei. Ashley. Dad. Hey. Look alive. We're almost there. So that's Blood Edward Island? Right you are, miss. That's our destination. Used to get more than two visitors at once. Wow. How much call for a ferryman there now? Anyway. Your business is your own. Course. But
I'm sure curious what calls you out here. The day before my 14th birthday started off pretty bad. Wow, on the boat, the waters were calm. But inside, I felt tossed in a storm. I was so excited, but also lost and angry. I've never felt so torn apart. Who could blame me? I mean, my dad. I always thought he was dead. But he's alive! Wer ist sie denn? Wir können uns umgucken. Ich will ja nicht böse, sondern auch dieses Weinen von dem Kind, das klang ein bisschen, als ob irgendwie eine Fensterscheibe putzt. Das klang ein bisschen komisch. Hallo? Kannst du das besser synchronisieren? Weiß ich nicht, aber trotzdem. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Wo ist die Frau, die da stand? Oh, sie ist noch da. Papa ist auf dieser Insel. Wer ist das? Jessica. Hey. Jessica, hey. Oh, good. You're awake. Ah, gut, du bist wach. Come feel the breeze. Lass dir die Luft durch die Nase wehen, das ist wirklich schön. Yeah, nice. Ja, schön. What's wrong? Was ist los? Bist du seekrank? Nah, I'm alright. Nee, mir geht's gut. Are you sure? Bist du sicher? Alter, was ist denn jetzt los? Let me guess. Lass mich raten, du hast wieder in diesem Traum. Yeah. Ja. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder diesen Traum habe. Er hört auch jedes Mal gleich auf. Und egal wie sehr ich mich auch anstrenge, ich kann mich einfach nicht mehr an Papas Gesicht erinnern. Mach dir keine Gedanken, du warst damals noch so klein. Ist das ihre Mutter? Möglich. Außerdem wirst du ihn ja bald sehen, also Kopf hoch. Wenn du meinst. Jessica ist Dads little sister. Oh, Jessica ist Papas jüngere Schwester und alles, was ich noch in Familie habe, also Tante. Ha, Jan? Ja. Sie hat mich aufgezogen, seit ich klein war. Und das nur mit dem Gehalt einer Chemielehrerin. Nicht falsch verstehen, sie war immer gut zu mir. Sie achtet immer darauf, was für mich am besten wäre und hilft mir, wenn ich sie brauche. Now, though, aber jetzt weiß ich nicht. I don't know. Why did you never tell me Dad? Warum hast du mir nie erzählt, dass Papa noch lebt? Why have you been lying to me? Warum hast du mich die ganze Zeit angelogen? That's... Das war, weil, also... Zu spät. Ich habe es deinem Vater versprochen. Promised him what? Was hast du ihm versprochen? It was 11 years ago. Das ist jetzt 11 Jahre her. Noch eine Rückblende in der Rückblende? Ja, das ist jetzt aber eine Sekunde. Er sagte, er würde sie bald wiedersehen. Ha. Why would he say that? Warum hat er das gesagt? He didn't tell me. Das hat er mir nicht erzählt. I bet he wanted nothing to do with me. Ich wette, er wollte einfach nicht mehr von mir wissen, nachdem Mama gestorben ist. No, it wasn't like. Nein, so war das nicht. Oh, Hä? My brother's a good. Mein Bruder ist ein guter Mensch. Glaub mir, er hatte seine Gründe. Er ist nicht der Typ, der sein Kind im Stich lassen würde, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe. Ich erinnere mich noch an die Wärme in seinem Blick, als er dich ansah. Da wusste ich, dass ich mich um dich kümmern muss, bis er zurück nach Hause kommt. Tut mir wirklich leid, Ashley. Ich wollte dir das alles viel früher erzählen. Vor ein paar Tagen habe ich ein Päckchen bekommen.
Dann kein Absender drauf. Was waren zwei Dinge drin? Ein Brief von Papa, von dem ich dachte, er wäre gestorben, als ich 3 Jahre alt war. Und dieses seltsame Gerät. Ah, das aussieht wie eine Spielekonsole. Jetzt bin ich hier. Ich lese erneut den Brief auf einem Boot mit meiner Tante. Ich fahre zur Blood Edward Insel, auf der angeblich mein Papa auf mich warten soll. Und war mein Papa eigentlich so? Also, Richard ist ein brillanter Neurowissenschaftler. Mein Papa ist ein Neurowissenschaftler? Er studiert also quasi das Gehirn? Ja, und ich wette, dass er das Gerät, das er dir geschickt hat, selbst gebaut hat. Gerät. Ernsthaft? Er hat das gebaut? Okay. That's kind of amazing. Das ist beeindruckend. Was genau hat er studiert? Sein Schwerpunkt lag auf Erinnerungen. Erinnerungen, Er war an einer der führenden Institute auf dem Gebiet der Neurowissenschaft. Begnadete Wissenschaftler aus der gesamten Welt haben dort zusammengearbeitet. Er hat eine japanische Wissenschaftlerin kennengelernt und die beiden verliebten sich. Kurze Zeit später haben sie geheiratet. Ja, was sind die von der Nationalität? Du redest von... Genau, Sayoko. Sie war deine Mutter. Hä? Was ist jetzt los? Was, also mir das geschickt? Da steht was drauf. D-A-S. Die heißt. Das. Was denkst du, wofür das steht? Wow. Keine Ahnung, was ist das für ein Kamerasymbol? Du kannst mit dem D-A-S Fotos machen. Will er das so im X? Was? Das, die Kamera, oder drücke ZL die Fotos, kannst du dir im Album des das ansehen. Das heißt bekloppt. Du kannst 10 machen, wow. Ja, es funktioniert. Oh. Aber wie kann ich mir das jetzt ansehen, was ich gemacht habe? Nicht schlecht. Kannst du auch eins von mir machen? Nein, tut mir leid, du bist die Einzige, die das Gerät benutzen kann. Was? Warum das denn? Als ich angekommen bin, habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Es scheint, als wäre es nur mit deinen biometrischen Daten nutzbar. Mach doch ein Selfie. Jetzt lese erstmal, Mutter. Kannst du mir mehr von Mama erzählen? Sayako war eine sehr kluge Frau mit einem genauso starken Willen. Sie hatte auch wunderschöne Augen. Die hast du von ihr gehabt. Deine sehen genauso aus wie ihre. Das meine ich nicht. Ich möchte was Echtes hören. Was denn? Erzähl mir einfach die Wahrheit über sie. Was auch immer das ist, ich kann damit umgehen. Und ich werde mich auch nicht aufregen. Ich will einfach nur mehr über meine Mama wissen. Ich habe immer gedacht, Mama und Papa wären zusammengestorben. Aber da Papa ja doch am Ende am Leben sein soll, heißt das, dass Mama auch noch lebt, stimmt? Ist sie mit ihm zusammen auf der Insel? Du kannst es mir ruhig sagen. Ashley. Das ist etwas, das du Richard fragen musst. Wenn du Interesse bekommst, du all die Antworten, nach denen du suchst. Na toll, danke. Ja, dann die biometrischen Daten. Bio was? Biometrische Systeme können einzigartige Eigenschaften eines Menschen lesen. Und diese einzigartigen Eigenschaften nutzen sie gleich wie ein Schlüssel. Oh. Dein Das scheint so ein System eingebaut zu haben. Das heißt, das kann niemand außer dir benutzen.
Also funktioniert das nur bei mir. Vielleicht, dass ich störe, aber wir sind gleich da. Da wurde schon die Switch 2 angeteased. Das wäre das Schlimmste, was sie machen können. Wenn sie aber keine richtigen Buttons machen, sondern einfach nur Buttons auf dem Display. Eieiei. Aber es soll tatsächlich nicht mehr andockbar sein, sondern mit so Magnetdingern. Induktives Laden. Magnetstreifen, ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Alter, wir sind angekommen. Tja, wenn das normales Let's Play wäre, würde man hier den Part beenden, aber ist es nicht. Möwe. Vogel. Ja, wir sind hier nicht bei Breath of the Wild. Ja, du kannst sogar speichern. Autosaves, wie es scheint. Abgenutzte Seile und Teile einer Kiste liegen unordentlich rum. Warum leuchtet das X bei dir noch? Wo ist der Vogel hin? Tja, du warst zu langsam. Man hat es doch gesehen, dass der Vogel drauf war. Ja, das musste erstmal laden, das war falsch. Oder der Vogel existiert einfach nicht, an den hast du dir ausgedacht. Du bist verrückt. Nein, Jan, du kannst doch nicht. Nein! Ja, wenn der Vogel nicht da ist, brauche ich das Bild auch nicht. Ich würde gern ranzoomen können. Du hast gezoomt, aber du hast dich eigentlich nur bewegt. Und der Vogel ist wieder weg. Da ist kein Vogel, Jan, da ist kein Vogel. Verarsche, ey, wo ich gedrückt hab, war er da. So, jetzt rede mal mit denen. Alte Holzkisten, die aussehen, als würden sie bald zerfallen. Sind ohne System aufeinander gestapelt. Kapitän, wir brauchen Fischstäbchen. Kapitän Iglu. Was ist? Wo könnte Richard noch sein? Richard. Okay, kann man da hochlaufen? Dahinter, ja. He's not here. Er ist nicht da. Wasn't someone supposed to meet you here? Sollte hier nicht jemand auf euch warten? Strange. Seltsam, ich frage mich, ob etwas passiert ist. Richard should be here. Richard sollte ja hier sein. I changed my mind. I'm not going. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will nicht auf die Insel. Ashley. Why isn't Dad here? Warum ist Papa nicht hier? Ja, er hat schließlich gesagt, dass ich helfen soll. Also warum ist er dann nicht hier? Oder ist er zu beschäftigt? Wahrscheinlich will er mich doch gar nicht sehen. Entschuldigung. Tut mir leid, aber ich habe heute noch andere Passagiere. Ich werde in Kürze zum Festland fahren, wenn es okay für euch ist. Ja, das ist in Ordnung. Also gut, dann bin ich heute Abend zurück, um euch wie geplant wieder abzuholen. Alles klar, danke schön. Warte doch einfach hier und ich gehe deinem Vater suchen. Ja, und dann ist sie lost und wir müssen hinterher. Toll. I'll be right back. Ich
Ich bin gleich wieder da. Naja. Naja. Einige Stunden später. Ja, und wie weit geht denn das jetzt noch? Erleben wir es bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eben waren, ganz am Anfang? Your mom looked worried. Deine Mutter sah besorgt aus. Ist nicht meine Mutter. Jessica ist nicht meine Mutter. Warum ist er denn noch da? Ja, der liegt gleich ab. Wer ist sie dann? Deine Schwester? Nein, Jessica ist meine Tante. Sie hat mich aufgezogen. Mein Papa ist abgehauen und hat mich bei ihr zurückgelassen. Ich dachte, er wäre tot, bis ich diesen Brief bekommen habe. Hold on now. Mach mal langsam. Was denn? Alles klar, es ist gerade viel zu verarbeiten. Aber ich möchte nicht, ich möchte mich nicht in andere Leute Angelegenheiten einmischen. Bist du sicher, dass du nicht lieber deiner Tante mitgehen solltest? Nee, ist nicht wichtig. Tja, wenn wir hier schon warten, dann können wir uns ja doch noch ein bisschen unterhalten, oder? Ja, klar, aber worüber sollten wir denn sprechen? Tja, zum Beispiel über diese Insel. Können wir uns über sie unterhalten? Alter. Wozu fragen Sie? Ich antworte so gut ich kann. Oh, du nimmst nicht die Erstauswahl. Wollte ich eigentlich, aber egal. Was haben sie getan? Wie lange sind sie schon Kapitän? Naja, seit lange vor deiner Geburt. Cool. Cool, das ist wirklich lang, oder? Oh. Why a captain? Warum Kapitän? Is it your childhood dream? Kapitän? Was? War das ihr Kindheitstraum? Who can say? Oh, wer weiß das schon. Wollten sie nie etwas anderes sein? Vielleicht, kann ich nicht sicher sagen. Es ist schon so lange her, seitdem ich darüber nachgedacht habe. Hm. Ist es normal, dass man die Vergangenheit vergisst, wenn man älter wird? Nee, du vergisst nur, was du vergessen willst. Gibt's nichts, an das die sich immer erinnern wollen? Na klar gibt's das. Dein Herz behält alle wichtigen, kostbaren Erinnerungen. Dein Herz erinnert sich? Hm, das Herz. Genau, das mag, magst zwar glauben, dass die wichtigsten Erinnerungen verloren sind, aber dein Herz kann dir stets seinen Weg zurück zu ihnen aufzeigen. Verstehe. Ich mir echt viel über ihn. Hier lebt keiner, oder? Ja. Heutzutage nicht mehr. Also haben hier mal Leute gelebt? Das heißt, es war einst das Zuhause einer sehr reichen Familie. Da haben wir die Villa gesehen. Aber das Oberhaupt wurde krank und einige schlimme Dinge sind geschehen. Oh nein. Warum? Was ist passiert? Die meisten Familienmitglieder sind gestorben. Direkt nacheinander. Hm? Wie sind sie gestorben? Das kann ich dir nicht sagen. War es eine große Tragödie oder lauter kleine Unfälle? Los jetzt, ich weiß, dass es verlockend ist, danach zu bohren. Aber nimm dir meinen Rat zu Herzen. Misch dich nicht in andere Leute Angelegenheiten ein. Du wolltest, dass du uns was über die Insel erzählst, hä? Selbst wenn du alles herausfinden solltest, haben die Toten auch nichts mehr davon. Ach. Jedenfalls hat die ganze Sache dazu geführt, dass auch der Rest der Familie das Weite gesucht hat. Jetzt ist die Insel völlig verlassen. Einige herzlose Zeitgenossen nannten sie von dort an die Blood Soaked Edward Island oder Inseln. In Blut getränkt, oder? Aber das war dann noch ein bisschen lang, also heißt sie jetzt nur noch Blood Edward Insel. Ah, ich verstehe. Waren Sie oft auf diese Insel? Hardly. So gut wie gar nicht. Kommt selten vor, dass jemand hierher fahren möchte. Obwohl, vor kurzem habe ich einen großen, blonden Mann hergebracht. Wie? Ist das wirklich wahr? Wann war das? Wie hieß er?
Ach, bist du ja ganz schön neugierig. Naja, ich meine, das könnte mein Papa sein, über den wir gerade reden. Vielleicht kleines, aber mehr wirst du von mir nicht erfahren. Ich spreche nicht über meine Passagiere und dabei bleibe ich auch. Okay. Okay. Hm? Ist das nicht deine Tante? Hm? Eva! Die Bäume, ey. Oh, ja. Ah, ja. Shouldn't you go? Sollst du nicht gehen? Right. Ja. Alle an die Möwe. Nee, ich geb's auf. Und so weit weg will ich sie nicht fotografieren, aber wenn ich so nah rangehe, ist sie weg. Alle guten später. Alle guten Dinge sind drei. Bis später. Ja, versuch's doch nochmal. Hier schon weg. Da war sie doch. Auf dem Stein war sie. Na, ist sie noch da, Jan? Jetzt muss sie wirklich noch da. Oh. Ich weiß ja nicht. Sie wollte ein Bild von sich haben. Ah, da ist er. Gut. Also du kannst glaub, diesmal jetzt sogar nicht genug Kranken gehen können, dass sie weggeht. Aber jetzt erstmal hoch zu Tante Gisela. Nicht ganz. Jessica. Ja, du vermisst sie doch schon ganz toll. Ich bin auch am Wochenende erst bei ihr. Jessica hat sich schon mit Papa getroffen, allein der Gedanke macht mich nervös. Warum ist hier so ein Sitz? Huch. Davon ist das erste Rätsel, Jan. Hocker. Im Schatten des Baumes steht ein Hocker. Ist ja wie bei Zelda. Können wir uns jetzt ausruhen und Herzen regenerieren? Oh, Jan, das erste Rätsel. Was soll das? Soll das ein Witz sein? Don't tell me it's locked. Jetzt sag nicht, dass das verschlossen ist. Yep. Just my doch, oh ja klar, immer hab ich Pech. Jetzt kein Rätsel, aber Rätsel! Irgendwo ein Stein, den ich da drauf donnern kann? Das ist ja aus Metall. Nein, oder? Captain! Wir wollen wieder zurück. Warum ist das? Es geht nicht weiter. Ein Hup-Hup. Also. Tschüss. Das ist jetzt wie so ein Horrorspiel oder Horrorfilm. Von der Insel kommst du nicht weg. Ah ja. He left. Er ist weg. He actually left me. Jetzt hat er mich hier zurückgelassen. Now what? Und jetzt? Warten wir auf dem Hocker. An dem Hocker ist was drauf. Drunter. Dran. Oder nicht? Dass sie so ruhig bleibt. Das ist doch jetzt echt ätzend. Blöder alter Stuhl. Da ist was dran an dem Stuhl, mit Sicherheit. Ja. Oder? Warum bin ich nur hier? Warum sitze ich hier eigentlich rum? Ich muss mich bei Anne und Jessica finden. Aha. Hä? Die Möwe. Was ist denn das für ein Klimpern? Habe ich da gerade eine Glocke gehört? Alter, mit dem Schlüssel. Was macht denn ein Schlüssel hier? Du musst den irgendwie rausholen. Da ist nämlich so ein Loch. Neige den Hocker, um den Schlüssel an den Schlüssel zu langen. Wenn du im Handheld-Modus spielst, kannst du mit Hilfe von R den Hocker näher ansehen. Ah, da ist eine Ecke vor. Du musst es anders machen. Oh, ich muss auch wirklich mit Gyro. Oh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
Hilfe! Warte. Du musst einmal kurz nach vorne und dann wieder zurück, damit du dann direkt... Ja, geschafft. Oh. Also, wenn du noch... Ist rausgefallen. Sehr gut. Einfach ein bisschen wild hin und her drehen, dann geht das schon. Cool, ich hab das System da dran. Schlüssel mit Anhängern. Ja, J und L. Warum nicht J und F? Aber wofür ist dieser Schlüssel? Warum F? Hä, unsere beiden Initialien vom Kanal? Ach so. Vielleicht sind wir L. Wir sind Ashley. Hm, ja, stimmt. Ich sollte das Tor aufschließen und Jessica finden. Ich hoffe, der Schlüssel passt. Ja, du musst es schon benutzen, das Adam. Nein, da stand was. Oh, mit Anhängern in Form von zwei Bären. Yes. Super. Jessica, must be up ahead. Jessica muss irgendwo sein. Da irgendwo. Was, Jessica? Kannst dir im X das? Ne, du kannst im das. Mit X ist das wahrscheinlich einsetzbar. Und Infos zu Charakteren und ihre Beziehungen untereinander ansehen. Oh, cool. Das ist wie so ein Genogramm. Im Verlauf der Geschichte werden diese Infos immer wieder aktualisiert. Das ist cool. Das machen wir bei unserer Arbeit, wenn Familien sehr komplex sind und wenn 5 Kinder 5 verschiedene Väter haben. Alter, dieser coole Artstyle. Das ist hübsch. Soll ich das vorlesen? Wenn du was willst. Ja, Kapitän des Boots, mit dem Jessica und ich auf die Blood Edward Island Insel gefahren sind. Mann! Er fährt die Insel schon seit Jahren an. Schon vor meiner Geburt. Und er ist echt gut darin. Ich bin nicht mal seekrank geworden. Er wirkt etwas schroff und einschüchternd. Aber er ist wirklich nett, wenn man sich erst mal mit ihm unterhält. Naja, ich weiß nicht. Er hat mir ein paar Dinge über die Insel erzählt, darüber, dass die Leute, die hier früher gewohnt haben, Probleme hatten. Was macht mein Vater bloß hier? Ashley Mitsuki Robbins. Sind wir Amerikaner oder Briten? Morgens mein 14. Geburtstag, aber ich fühle mich schrecklich. Das liegt an dem Paket, das ich von meinem Vater bekommen habe. Von dem ich dachte, er wäre vor 11 Jahren gestorben. Darin war eine Nachricht mit der Einladung auf die Blood Edward Island Insel. Um meinen Geburtstag zu feiern. Und dieses Gerät, das aussieht wie eine Spielkonsole. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so verwirrend. Jessica hat gesagt, dass sie ihn besuchen soll. Aber ich habe widerwillig zugestimmt. Aber ich weiß nicht genau warum. Meine Gedanken rasen. Mein Vater lebt, ist das wahr? Er ist also nicht gestorben. Er hat mich verlassen. Und jetzt will er plötzlich meinen Geburtstag mit mir feiern? Warum sollte ich denn meinen Geburtstag mit ihm verbringen wollen? Ich glaube nicht, dass ich... Warum ist es mit 14 wahrscheinlich? Dass ich ein Lächeln aufsetzen kann, wenn ich ihn treffe oder so tun kann, als wäre ich glücklich. Oh, da kommen gleich noch mehr ohne Bild. Jessica Robbins. Meine Tante Jessica ist echt nett. Sie hat mich rausgezogen, seitdem mein Vater mich vor 11 Jahren bei ihr gelassen hat. Sie kann streng sein. Was wohl daran liegt, dass sie eine Lehrerin ist. Manchmal streiten wir uns auch, aber ich weiß, dass sie immer nur mein Bestes will. Wenn es mir schlecht geht, ist sie für mich da. Und bleibt bei mir. Bis es mir wieder besser geht. Sie ist wie eine Mutter für mich und dafür habe ich sie lieb. Ich wäre heute gar nicht hier, hätte ich mich nicht dazu ermutigt. Hätte sie mich nicht ermutigt. Sie sagt, dass ich meinem Vater vertrauen soll. Aber das ist nicht leicht, weil ich nicht immer weiß, wie er aussieht. So, was ist da oben noch? Aha. Richard Robbins. Ich habe einen Brief und ein seltsames Gerät erhalten von Richard Robbins, meinem Vater. Aber war es wirklich Papa, der es mir geschickt hat? Mir wurde immer erzählt, dass er vor 11 Jahren zusammen mit Mama gestorben ist. Das Gerät scheint etwas zu sein, das Papa entwickelt hat. Und das ich nur benutzen kann. Nur ich benutzen kann. Warum schickt er es mir? Ich bin jetzt auf der Blood Edward Insel, die er in seinem Brief erwähnt hat. Aber ich kann mich überhaupt nicht an ihn erinnern und weiß auch nicht, wie er aussieht, ob er mich erkennt. Sayoko. Mama ist gestorben, als ich 3 war. Ich weiß, dass sie Wissenschaftlerin war. Aber war sie... Was war sie für ein Mensch? Und ich war sie auch ein Mensch. Jessica sagt, dass ich die Augen meiner Mutter habe. Ich kann mich gar nichts erinnern. Mir wurde gesagt, dass mein Vater vor langer Zeit zusammen mit meiner Mutter gestorben ist.
Wenn er noch lebt, tut sie das dann auch. Ich möchte sie wiedersehen. Ich möchte alles über sie wissen. Interessant, interessant. Alleine mein Kart, Jan. Ne, das war Mario. Eine Lore voller Steine. Sind diese Steine irgendwie wertvoll? Ich habe keine Ahnung. Sieht jetzt nicht so aus. Jan, du bist Minecraft-Profi, erzähl mal. Sieht aus wie Steine. Dankeschön, Dankeschön. Diese Expertise ist sehr gut. Überall sind hier so Stolleneingänge. Ich mag die Kamera nicht, die hängt sehr. Das liegt auch nicht daran, wie du die eingestellt hast, oder? Guck mal, dass es schneller geht. Oh, da sind die Schienen kaputt. Ich weiß ja nicht, was man da noch einstellen kann, deswegen. Das sind ja viele alte Gebäude, hier müssen wirklich mal viele Leute gewohnt haben. Ja, die haben hier gearbeitet. Ui. Aber da links hoch kann man nicht, weil die Steine da im Weg liegen, leider. Wow. Die Lora ist auf irgendeine Weise umgekippt. Ist da ein Felsen drauf gefallen und hat sie umgeworfen? Naja, geht's nicht weiter. Diese Werkzeuge wurden wahrscheinlich in der Mine eingesetzt. Ist das ein Eimer? Da ist wahrscheinlich was drin im Eimer. Wenn man die Rost sich so ansieht, kannst du gleich nochmal gucken, sind sie schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt worden. Achso, daneben stehen werde ich. Ich wollte gerade sagen, hä, das ist ein Eimer. Ja, hast du nicht angeklickt. Das Schild ist ziemlich verblichen, aber ich kann es noch lesen. Achtung, Goldmine geschlossen, kein Zutritt. Edward-Gesellschaft. Deswegen waren sie reich. Einfach eine Goldmine. Alter, die haben Dreck am Stecken hier. Dreck am Drecken. Vielleicht. Oder was ist das? Oder? Ich dachte, rechts hinter den Steinen wäre irgendwas gewesen. Hier, kannst du dahinter gucken, ob da was liegt? Oh ne, es war nur noch ein anderer Stein. Im Aber Stein liegt ein Stein, Flo. Mann. Das ist... ein Haus. Bevor du gerade, ja genau, guck um die Ecke, guck rechts um die Ecke, da konntest du nämlich noch weiter zurück hinter dem Bogen, aber da sind auch wieder nur Steine. Aber man weiß es nicht, vielleicht liegt ja irgendwann mal irgendwo was. Gut versteckt. Lieber zu viel gucken als zu wenig. Das ist mein Mantra. Oha. Steine. Und was noch? Steine! Ja, du bist steinreich, oder? Wow. Das ist auf der Insel schon. Jessica? Maybe? Also ich werde Schreie nicht synchronisieren. Ah! Du bist ja auch nicht. Natürlich, sie tötet zu, wir brauchen Schlüssel. Und da ist die Brille. Jessica! Nein, Jan. Was tun wir denn jetzt? Noch ein Schloss, aber von der anderen Seite. Kolibri? Jessica! Lass sie doch. Sie ist in einer Stresssituation. Ja. Willst du dir das Tor nicht vorher... Okay. Guck mal erstmal hier hinten um. Hallo. Kann man irgendwie so ein Brett abhacken? Alter, die Musik ist aber immer aufgewühlt, oder? Ja, aber die Tür will die noch nicht angucken. Da liegt doch was. Was ist denn eine Blume? Da ist was. Ich wusste es. Der Geheimgang. Ich will das Spiel nicht mit dem Steuerkreuz spielen. Heidewitzka. Oha. Sind wir jetzt hier, wo die Vor allem, wie macht man denn überhaupt die Kamera? Früher. LR-Tasten. Ja gut, wahrscheinlich. Oh. Ja, was macht man so dann? Sind wir jetzt wieder da? Oh ja. Tot. Verderben. Ah, da wollte man das Brett drauflegen. Puh.
bisschen was. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass hier sowas übermenschliches ist. Kann der die Villa von hier sehen? Das Tor ist offen. Ja, gleich fällt's zu. Ich frag mich, ob es noch Sammelgegenstände gibt oder sowas vielleicht. Irgendwas Optionales. An einer Krähe. Is this what I think it is? Ob das das ist, was ich denke? Muss ich mein das dafür benutzen? Ahnenschloss. Ein Zahlenschloss? CCC stand da. Das kann ich später helfen, wenn du Fotos von auffälligen Dingen machst. Macht ja in den Spielen oft genug, damit er sich's merken kann. Ja, das Gute ist, wenn wir nur 10 Slots haben und wirklich nicht irgendwie mit dem Foto interagieren müssen, können wir auch auf Screenshots. Warte mal, machen. Wir haben von den Kolibris gesehen. Welcher war der Kolibri, den wir da gesehen haben? Ich glaube, es war der rechte. Oh ne, da fehlt was. Es waren 2 auf jeden Fall. Und wir hätten die auf dem Foto. Wir hätten die auch fotografieren sollen. Eine Auswahl Gartenwerkzeugen. Hat jemand benutzt, um sich hier in den Garten zu kümmern? Aber da die jetzt das ja sagen, denke ich, dass die Kolibris von da. Die von hier da helfen werden und nicht andersrum. Ich kann wirklich jedes Grab ansprechen. So viel Moos, wie alt ist dieses Grab? Ganz schön beeindruckend. William Wells. Und ich kann sogar etwas lesen. William Wells, hat er zwar von mir Edward gehört? Nee, sonst würde er doch nicht so alleine da stehen. Ein Grabstein. Ich kann nicht lesen, was. Oh, da unten ist noch eine Heckenschere. Auf dem Boden liegt eine Gartenschere. Sie sieht ziemlich verrostet aus. So kann ich sie nicht benutzen. Oder was zum Zusammenpuzzeln? Ein Steinfragment. Wer hat das hier reingelegt? Gehen wir bei einem Grab einsetzen. Spross. Kurz Pause. So. Ich habe gelesen, auf R stand Diagnose, aber da steht Dialoge. Diagnose. Das heißt Y, was hast du? Ist das das Steinfragment, was dir angezeigt wird? Wahrscheinlich, ja. Das würden wir dann gleich einsetzen. Oder ist das auf dem... da rechts war irgendwas drauf, oder? Zurück. An der Wand direkt. Da vorne, ja. Links neben dem Baum. Ach ne, das ist auch die Gießkanne gewesen. Ich dachte, das wäre auch so ein Steinfragment. Das war so... Hier müssen wir es bestimmt einsetzen bei dem. Weil da hier diese Blüte fehlt. Und die war da drauf. Aber wir gucken erst mal kurz weiter hier noch. Mehr Grabs. Mr. Grabs, wie lange ist es vorher, dass sich jemand um diesen Ort gekümmert hat? Alles ist von Unkraut und Laub bedeckt. Ich glaube, es laubt. Eine Krähe. Foto? Nein. Dieses Grab ist in einem schlechten Zustand. Das muss wirklich alt sein. Die müssen von rechts ran, glaube ich. Oh, hier ist eine Tür. Ach, das war ja die. Noch ein Grab. Wessen Grab ist das? Zu viel Moos, ich kann nicht lesen, was da steht. Warum? Ach, das ist ein Besen. Nichts gewesen. Ein rostiger Griff. Ach, das bringt nichts. Warte mal. Können wir den Besen nehmen? Ein alter Besen. Wie lange der wohl hier schon steht? Kann man nicht nehmen. Und wir haben jetzt auch nichts, um das aufzumachen, oder? Wenn wir das mit dem Haken aufhebeln können, aber die wolltest du ja nicht mit dem... Also du hättest da jetzt auch Minus drücken können, oder geht das jetzt allgemein um irgendwas? Ja, allgemein hier in der Nähe. Oh. Die Tür wird angezeigt. Drück mal die Tür. Sprech nochmal mit der Tür. Ich möchte einmal ganz kurz das hier einsetzen. Bei welchem denn? Bei dem. Nein. Steinfragment mit Spross. Ich habe es in der Ecke des Friedhofs vor dem Grab gefunden. Darauf ist ein Spross mit 2 Blättern eingraviert. Oh, das passt sehr gut. Es passt. Ja, und jetzt?
Eins fehlt aber noch. Wir können jetzt mal zum anderen. Ist hinter ansprechen. Den Gräbern was? Kann man irgendwas lesen? Wann dieser Grabstein aufgestellt wurde? In den alten Grabsteinen sind folgende Worte eingemeißelt: Lawrence Edward, 1868 bis 1948. Oder 80. Lawrence Edward. Huh. Nanu? Ein Stück aus der Mitte des Grabsteins fehlt. Was ist da bloß passiert? Wie gesagt, hinter den Gräbern vielleicht? Ach, du darfst. Vielleicht steht da manchmal ja was drauf, irgendeine andere geheime Nachricht. Wessen Grab ist das? In den Grabsteinen sind folgende Worte eingemeißelt: Henry Edward, 1910 bis 1948. Henry Edward. Kannst du diesen Stein-Dings da anbrechen? Thomas Edward, 1912 bis 1948. Ein Stück haben wir jetzt nicht gefunden. Wir können jetzt mal zur Tür gehen. Sie ist verschlossen. Wie kann man sie öffnen? Ah, wir müssen die Anzahl von den Blüten da machen. Der erste hat eine Blüte, der andere nicht. Ach nee, welche Blüte? Hä? Ja, müssen wir nochmal gucken gleich. Rechts, links, Mitte. Kannst du diesen Mitte Stein. Haben wir halt noch nicht. Kannst du den Stein hier ansprechen, den linken, den Obelisk? Da sind zwei übereinander. Da wissen wir es nicht. Waagerecht und da und dann müssen wir gucken. Ja, in der Mitte können wir raten dann. Was soll ich ansprechen? Das Kreuz. Naja, neben den linken Grab. Nein, nein. Das Grab, wo der Kolibri drin ist, da ist auch so ein Stein. Das Ding, ja. So. Dachte, dass das also ist. Übereinander, wahrscheinlich nebeneinander. Nee, gar nicht. In der Mitte musst du raten. Übereinander, ja. Mal gucken, nebeneinander. Das eine vielleicht ist auch einfach gar nichts. Drück's immer an. Ich möchte mal kurz gucken, ob hier irgendwo was noch ist. Ich glaube nicht, dass man da raten soll. Man kann es machen, ja. Liegt auf Boden irgendwas, was wir hätten aufsammeln können? Irgendein Gegenstand? Irgendwo muss noch der andere Splitter liegen. Ja, vielleicht ja in dem Gartenhäuschen, aber dafür bräuchte man ja irgendwas aus dem Inventar. Das Ding will sie halt wirklich nicht mitnehmen. Könntest du doch zum Aufhebeln oder so benutzen. Alter. Mensch. Warte mal. Nee, das waren zwei Griffe. Da war kein Schloss dran an dem anderen, oder? Mm-mm. Vielleicht geht der Schlüssel da ja auch. Das hätte ich jetzt. Irgendwo hinter einem Grab, an einem Grab dran gepappt. Aber warum soll ein Stein an einem Grab dran kleben? Das wird schon im Garten sein, denke ich. Das wird nicht wieder außerhalb sein. Weiß ich nicht. Die Frage, wer bei Hilfe, wie komme ich hier wieder raus? Wie weit man zurückgehen kann. Da liegt's doch. Aber wie kommt man da dran? Ach, da drin, ja. Aber es ist ein volles. Es ist ein volles. Dann können wir es ja sonst schätzen jetzt, dann wissen wir es ja. Aber das sieht man doch nicht ohne Grund. Also das macht schon Sinn, dass man es jetzt öffnen kann damit. Cool, es ist offen. Dass sie da gar keine Angst hatte, irgendwo hinzugehen. Hä? Not going anywhere with this rocket. Mit dem Stein im Weg komme ich nirgendwo hin. Muss ich das Ding etwa ganz alleine wegschieben?
Und jetzt das Leuchtevieh. Ach, sie schafft. Na dann. Der ist wirklich schwer. Er ist auch fast so groß wie du. Die. Oh. Ist das das Grab von jemandem? It looks different from the others. Sieht anders aus als die anderen. Now what? Und jetzt? Ist das die Seele von Papa? Ist das die Seele von der Mama? Ist da jemand? Hat das gesagt? Hör auf, dich zu verstecken. You can hear what I say? Kannst du mich hören? Natürlich kann ich dich hören. Hör auf, mich zu foppen. Das ist nicht witzig. Ich fopp dich nicht. Das ist wir, das ist nicht Mutter. So. Also. Excuse me. Entschuldige. Was willst du? I just want to know your name. Ist das jetzt ein Typ oder eine Frau? Ich will nur wissen, wie du heißt. Ich übernehme es einfach. Ashley. Dein Name ist Ashley? Nee. Nur Ashley. Ashley Mizuki Robbins. Also soll ich dich Ashley nennen. Bitte verschone mich. Ich will nicht sterben. Ich bin noch jung. Du brauchst keine Angst zu haben, Ashley. Ich will dir nichts tun. Bitte, öffne deine Augen und sieh mich an. Das ist die doppelte Erinnerung. Okay. Ich mach meine Augen auf und sehe. Ich sehe. Ein Geist? Ashley. Ashley, kannst du mich sehen? Ja. Du sagst, dass du... Das sagst du auch nicht einfach nur so? Ich hab doch gesagt, dass ich dich sehen kann. Du kannst mich sehen. Na komm, das... Oh nein, jetzt lacht er. Warum lacht der Geist? Warum ist er überhaupt ein Geist? Das macht mir richtig Angst. Was ist denn bloß so lustig? Ich lache, weil ich mich freue. Darüber. Ich habe so lange darauf gewartet. So unglaublich lange. Auf jemanden wie dich. Komm in unser Tablet rein. Komm ins das rein. Jemand wie ich. Was soll das heißen, jemand wie mich? Die ganze Zeit habe ich darauf gehofft, dass jemand kommt, der mich sehen kann. Tja, dein Wunsch wurde erfüllt. Jetzt hast du jemanden, der dich sehen kann. Was für mich echt ein großes Problem ist. Ich wollte schließlich nie also du bist ja ein... Ein Geist. Ich habe befürchtet, dass du das sagen würdest. Du brauchst keine Angst zu haben. Mein Name ist, Dee. Dee? Ist schon ein ziemlich komischer Name für einen Geist, oder? Oh, ich kann nicht glauben, dass ich gerade wirklich mit einem Geist rede. Vermutlich ist das alles so passiert, weil ich diesen Stein verschoben habe. Wahrscheinlich habe ich die Ruhestätte des Geistes gestört. Oh Mann, was mache ich nur? Das stimmt so nicht. Was? Das ist nicht mein Grab. Mein Körper ist nicht unter diesem Stein begraben. Er ist da nicht? Ich bin hier schon so lange, aber noch nie hat mich jemand wahrgenommen. Ich war so lange alleine hier. Du warst hier ganz allein? Ja. Du bist nicht der Erste, der diesen Ort besucht. Aber keiner der anderen hat mich je bemerkt. Warum nicht? Weiß es nicht. Aber jetzt bist du endlich da. Die erste Person, die mich sehen kann. Deswegen weiß ich, dass du die eine bist. Die eine? Die eine, die mir helfen kann, meine Erinnerungen wieder zu erlangen.
Komm, wenn es nur eine Auswahlmöglichkeit gibt, dann machst du doch einfach weiter den Dialog. Was meinst du damit? Du willst ja wieder erlangen. Ashley, ich kann mich an nichts aus meinem Leben erinnern. An rein gar nichts. Wer ich bin, wie ich gestorben bin, da ist einfach nichts. Ich glaube, vielleicht bin ich deswegen immer noch hier. Deswegen bin ich dazu verdammt, hier so lange herumzustreifen. Wie lange bist du schon hier? 57 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Warte mal. 1948? 2005. Passt. Bestimmt. Ja, passt. Ist das so erstaunlich? Ja, klar. 57 Jahre, da könntest du längst mal Großvater sein. Da hast du wohl recht. Das ist auch eine echt lange Zeit alleine. Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass ich meine verlorenen Erinnerungen wieder erlange. Ich möchte mich wieder an alles erinnern können. Das kann ich gut nachvollziehen, das mit den verlorenen Erinnerungen, meine ich. Und du kannst dich wirklich an gar nichts erinnern, Dee? Nicht mal ein einziges Detail, ein winziges? Es gibt... Na, da gibt es etwas. Das ist nicht viel, aber es ist immer ein Etwas. Etwas? An was kannst du dich erinnern? Ich erinnere mich daran, dass mich jemand Dee genannt hat. Und an dieses Zeichen auf meiner Brust. Was ist das eigentlich? Das ist das Letzte, was ich gesehen habe. Es hat sich in den Moment eingebrannt, als ich gestorben bin. Das Zeichen ist mein einziger Anhaltspunkt. Wenn ich herausfinde, was es ist, verstehe ich vielleicht auch, wie und warum ich gestorben bin. Ich muss es einfach wissen, Ashley. Ich muss meine Erinnerungen wieder erlangen. Dieser Insel zu suchen ist wohl die beste Möglichkeit, aber dabei brauche ich deine Hilfe. Dir helfen, aber... Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwie tun kann, um dir zu helfen. Ich denke, du kannst. Immerhin kannst du mich sehen und hören. Darauf habe ich schon 57 Jahre lang gewartet. Bitte, Ashley. Hilf mir, mich zu erinnern. Ach ja, wäre lustig, wenn sie wirklich ihr Opa ist. Dee. Was soll ich nur tun? Ich will ihn nicht einfach hier zurücklassen. Aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich muss Jessica finden. Ich muss heute Abend zurück am Steg sein, um wieder nach Hause zu kommen. Und darüber hinaus. Ich will immer noch unbedingt Papa sehen. Hör mal, Dee. Ich bin auf die Insel gekommen, um meinen Papa zu sehen. Der Papa, von dem Jessica mein ganzes Leben lang behauptet hat, er sei tot. Dein Vater? Tot? Ich wurde wütend auf Jessica, dann ist sie gegangen und jetzt bin ich hier ganz allein. Ich hätte ehrlich zu dir sein sollen und sagen sollen, dass ich Papa sehen will. Vater? Ich versuche zu sagen, ist, dass ich ihn sehen muss. Von daher, es tut mir leid, Dee. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe einfach keine Zeit. Vater. Dee, bestimmt was nicht. Vater? I grew up in this house. Vater.
You okay? Alles okay? Ich. Gott. Aber wir, also, hallo? Wir wollten noch zusammenarbeiten. Weird. Seltsam. Is he mad at me? Ist er wütend auf mich? But it's not my fault. Aber es ist doch nicht meine Schuld. I have to find Jessica. Hat sich halt erinnert. Ich muss Jessica finden. Here goes. Dann mal los. Doch gleich sicher vorbei. Ja, da stand gerade speichern, aber ich speichere nochmal. Ich meine, das Kapitel heißt Treffen mit D. Und den haben wir getroffen. Wahrscheinlich speichert es eh am Ende dann nochmal, wenn du sagst, du kannst was fragen. Ich denke auch. Hallo? Oha! Du siehst doch nicht mehr so verfallen aus. Okay, jetzt sollte ich in das Foyer der Villa kommen. Können wir die Tür von außen öffnen bestimmt, oder? Was ist denn mit X jetzt neu? Ach, der Charakter! Wo wird er jetzt einsortiert? Oh, da drin. D zu treffen war wirklich eine gruselige Sache. Eine der gruseligsten, die mir je passiert ist. Er ist einfach vor mir erschienen, schwebend, auf dem Kopf stehend und halb durchsichtig. Da wäre jeder völlig baff. Es scheint so, als wäre ich die erste Person, die ihn sehen kann. D hat mir sehr. Das hat ihn sehr gefreut, so sehr sich Gas empfangen können. Er kann sich an fast nichts erinnern, nur an einen Teil seines Namens. Deswegen ist er wohl noch hier auf der Erde und noch nicht im Himmel. Er ist seit 57 Jahren allein auf dieser Insel. Das ist so traurig. Ich würde ihm gerne helfen, seine Erinnerung zurückzuerlangen, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Wird zwar nichts sein, aber... Kleines Lucky Lucky schadet nicht. Gut, ist nichts. Hier darf ich wahrscheinlich nicht durch, nein. Dann weiter. Halte ich jetzt erstmal rechts. Rechts. Rechts ist auch nichts. Kannst du nicht zur Schneider einsetzen? Oder zur Trümmerer? Das wäre hier hilfreich. So, können wir jetzt von hier die Tür öffnen? Weil wir den Schlüssel... Hallo. Huch. Was ist das für ein Glitzer? Nein, warte doch mal. Eins am anderen. Sieht aus wie das gleiche Schloss, aber wir dürfen sich anrühren. Gut, dann erstmal nach links weiter. Kann ich nicht benutzen. Da ist ein Turm. Kommt man aber wahrscheinlich von hier aus nicht hoch. Und hier ist aber auch gar nichts. Geht nicht rein. Dann setzen wir mal die Brille auf. Ich weiß ja nicht. Das ist doch... Jetzt ist sie blind. Jessicas Brille. Das heißt, Jessica muss es bisher geschafft haben. Also ein goldener und silberner Vogel. Another locked door. Noch eine verschlossene Tür. Und jetzt? These are some intense. Sind ja beeindruckende Türklopfer. Die kommt zurück. Ashley. Ashley. Dee? So, this is where. Hier bist du also. What happened? Was passierte? Was plötzlich einfach verschwunden? Ich dachte, du warst wütend auf mich. Wütend? Warum sollte ich wütend sein? Weil ich gesagt habe, dass ich dir nicht helfen kann. Oh nein, ich war nicht wütend. Du hast gesagt, was du gesagt hast, hat mir geholfen, mich an etwas zu erinnern. Diese Erinnerung hat mich hierher geführt. An was hast du dich erinnert? An meinen Vater. Er hat mich ein wenig an ihn erinnert. Es ist so lange her, dass ich mich an überhaupt irgendwas erinnern konnte. Aber dann, als du davon gesprochen hast, dass du deinen Papa sehen willst,
Als ich das gehört habe, sind mir plötzlich ein paar Dinge wieder eingefallen. Ich weiß, dass ich mit meinem Vater zusammen... was? Ich weiß, dass ich mit meinem Vater zusammen war, als ich das erste Mal in dieser Villa war. Dann warst du also auch ein Besucher, genau wie ich? Wo seid ihr denn ursprünglich hergekommen, du und dein Papa? Das weiß ich nicht. Allerdings fange ich an, mich ein kleines bisschen an meiner Zeit in der Villa zu erinnern. Ich dachte, wenn ich mir das ansehe, dann hilft mir vielleicht meine Erinnerung auf die Sprünge. Kannst du die Tür öffnen? Leider nicht, ich hab's bereits versucht, sie ist verschlossen. Du bist ein Geist. Fliegt durch den Schornstein oder durch die Tür oder was auch immer. Aber er kann sie ja trotzdem nicht aufmachen. Ja, aber er kann selber rein. Ja, ich hab gehofft, dranzukommen, damit ich dort nach Jessica suchen kann. Du hast Jessica vorhin schon erwähnt. Wer ist sie? Sie ist meine Tante. Sie hat mich aufgezogen. Vielleicht ist sie irgendwo da drin in Schwierigkeiten. Moment mal, bist du nicht ein Geist? Kannst du nicht durch die Wände durchgehen? Nee, keine Chance. Ich kann nicht mal die Türklappe bewegen. Ja, du sollst sie auch nicht bewegen, sollst durch. I grew up in this house. Fortunately for us, I know the secret to these door knockers. Mir ist gerade eingefallen, dass mein Vater über diese Tür, was er darüber gesagt hat. Er hat was genau über diese Tür gesagt? Ja, jetzt erinnere ich mich. Er hat gesagt, ich kenne das Geheimnis dieser Türklopfer. Ashley. Wenn du das Geheimnis herausfindest, können wir das in das Innere gelangen. Du willst, dass ich das rausfinde? Wie kann ich sie öffnen? Sie geht nicht auf, ich versuch's nochmal. Hier muss irgendwo ein Tipp sein. Fünfmal muss man, glaube ich. Wie kommst du auf fünf? Ja, weil er, glaube ich, nach fünfmal dann gesagt hat, nö, geht nicht. Hey, D, ich weiß, du kannst dich an kaum etwas erinnern, aber erinnerst du dich an das? Erinnert dich das an etwas? Lass ich mal sehen. Oh ja, richtig. Komm hier entlang. Ach, guck mal. Lass uns reingehen, also... rechts, links, rechts, beide? Ne, sind ja nur fünf. Also rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, beide geht bestimmt auch. Du hast gesagt, du kannst nur fünfmal. Ja, aber beide gleichzeitig geht bestimmt auch. Das wäre aber doch dann der sechste. Ja, wir schauen einfach. Vielleicht waren es auch sechs. Vielleicht habe ich mich verzählt. Ich habe jetzt nicht ganz darauf geachtet. Diese Türklopfer. Dann erzähl mal mit rechts, links, rechts, links, rechts. Beide. Eins, zwei, drei, vier. Der zählt da nicht mal richtig. Bist du komplett lost? Ey. Rechts, links, rechts, links, rechts. Beide. Kann da nicht mal bis 5 zählen. Oh. Tja, wer hätte es gedacht? Jessica's gotta be somewhere inside. Dad too, I guess. Huh? What's wrong, Dee? I've waited for this moment.
for so long. I can't help being nervous. pardon? Who ever heard of a nervous ghost? I guess that is a little funny. You're the least scary ghost I've ever met. Hey, Dee. How about we team up? I think I can help get your memories back. And in return, will you help me find Jessica? Yes, that's fair. Then into the mansion we go. What could scare the two of us together? Right. Can't believe I've made friends with a ghost. What a day. We're friends? Aren't we? You're right. Friends it is. Glad to hear it. Come on, Dee. I made a friend. Diese Demo-Version verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn du die Vollversion erwirbst, kannst du die Speicherdaten der Demo-Version übertragen. Möchtest du speichern? Danke fürs Spielen. In der Vollversion werden die Texte in der Sprache angezeigt, die in der Spracheinstellung. Okay. Ist noch irgendwas? Schön, schön. Komm, so ein Trailer. Hallo? Tatsächlich kommt ein Trailer. It's the DAS. What's it doing? Alter, Sneak Peek auf das, was noch kommt. Alter, das ist ein Nasakian. Was ist denn das für Code? Das ist wahrscheinlich der zweite Teil. Come to Lake Juliet for a camping trip. Ja, das ist der V-Teil. It was so sudden. Like I have a life too, right? I already have my own plans. Alter, sie ist 16. So this is Lake Juliet, huh? So, was sagst du? War eigentlich schon ganz cool, muss man sagen. Ja, eventuell wird es irgendwann mal weitergehen, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Ihr könnt selbst sagen, was ihr dazu sagt, zu diesem Projekt. Ich fand's auch cool. Mir gefallen die Sektionen, wo man sich umguckt und Lorizo löst mehr als diese ganzen Dialoge, vor allem, weil man da ja nicht groß was auswählen kann. Ja. Aber das zusammen ist bestimmt ganz cool. Vor allem, wenn man jetzt mit die irgendwie unterwegs ist. Ja, wer auch immer es ist, was auch immer mit Jessica passiert ist. Wenn ihr das wissen wollt, sagt Bescheid. Wir hoffen, euch hat dieses Let's Test gefallen. Eventuell, wie gesagt, wird aus dieser Demo, aus diesem Let's Test auch ein Let's Play. Das werden wir dann aber sehen. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch in einer der nächsten Folgen wieder ein. Wer weiß, ich weiß schon, von einem Projekt vielleicht auch. Also, nicht verpassen, Like da lassen. Zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.